Oh mein Gott, meine lieben Freunde, es gab vor ungefähr einer Woche einen kleinen Leak von einem, naja, er nennt sich Translator, also einer, der die europäische Version rausbringen soll. Also es gibt ja Leute, die müssen das ja alles übersetzen und die tun das halt translaten von der japanischen in die europäische Version und das soll wohl einer dieser Leute gewesen sein, der soll wohl gefeuert worden sein und jetzt soll er wohl eine Menge geleakt haben und das war vor einer Woche noch so, na, glauben wir dem nicht, ich glaube dem mal nicht. Das Ding ist aber, er hat angekündigt, dass in der nächsten Woche, also diese Woche, wo wir uns gerade befinden, ein neuer Trailer rauskommt, ist rausgekommen und zwei neue Pokémon rauskommen. Das Ding ist, er hat die Pokémon nicht richtig predicted, er hat nämlich zwei andere Pokémon predicted. Wenn die jetzt auch noch irgendwann rauskommen werden, dann ist das Leak natürlich 100% real, weil Kobibara und Giorilla hat er predicted. Das sind einmal ein Pokémon vom Typen Wasser normal und eins vom Typen Boden Fighting, also Bodenkampf. Und die hat er eigentlich predicted und er hat predicted, dass in diesem Trailer, der rauskommen soll, eine neue Funktion, also gezeigt wird, ein neues Game Feature. Das Bound Abilities heißt. Also so viel wie. Das ist deren. Wie soll man das. Bound Ability, wie soll man das am besten sagen? Das ist halt eine Ability, die halt den ultimativen Move des Pokémons, also eine ultimative Attacke des Pokémons einsetzbar macht. Und da steht hier noch, which are the bound abilities, which are basically an ultimate move Pokémon can achieve when your soul bound, also wenn deine Seelenverbindung mit dem Pokémon entirely filled up. Also wenn ihr eine gute Seelenverbindung mit dem Pokémon habt, also die Burst-Evolution in dem Sinne fast schon, kriegt ihr ein Bound-Gem für euer Pokémon. Ein Bound-Gem ist dann halt ein Stein, bzw. ein Kristall oder sowas ähnliches, der euch halt mit diesem Pokémon verbindet. Und wenn ihr den halt einsetzt, der ist halt an eurem Armband dran, dieser Bound-Gem. Hier steht's auch. You acquire through the story and can equip to your bracelet. Also zu dem Bracelet kannst du dann dieses Bound Gem ranklammern und dann kannst du es aktivieren. Und dann kommt der spezielle fünfte Move von dem Pokémon. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Also haben wir jetzt fünf Moves und der fünfte ist halt dieser Ultimate Move, der eingesetzt wird, wenn man diese Bound Gem Sache macht. Also hatte ich schon halbwegs recht, es gibt was Neues. Keine neue Entwicklung. Aber eine neue Spezialattacke, die durch diese Bound Gem Sache aktiviert wird. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und finde ich sehr krass, dass er das so predicted hat, beziehungsweise dass das hier real ist. Also ich glaube jetzt schon, dass das hier real ist, was er meint, weil das wird schon hundertprozentig genauso ablaufen. Dann kommen wir zur nächsten Sache, die natürlich etwas. Naja, blöder ist, obwohl das erste nicht, there is 19 new Pokémon, also 19 neue Pokémon sollen rauskommen, ist natürlich glaubhaft, so ungefähr. Dann hat er geschrieben, Rowlet evolves into Robin Grut, a big owl with a green hood, which uses its wings as an actual bow. Also das Fake-Ding, was ich mal als Fake angeprangert habe, was aber jetzt von Google gelöscht wurde und wo ich gesagt habe, dass es wahrscheinlich jetzt die Entwicklung sein wird, wo ihr euch alle ausgeheult habt. Genau das tut ihr jetzt gerade predikten. Dann Litten becomes a Panther, a fire dark, muscular, bipedal tiger, which looks like a gangster and kind of like a wrestler. Also genau das, was auch auf dieser Leak-Liste drauf stand. Aber er soll Feuer und Licht sein. Das finde ich cool. Zumindest nicht Kampf. Popio becomes Intermate. Water Fairy Mermaid-like Entertainer Seal using its voice to charm its audience. Okay. Okay, das ist auch krass. Das ist nämlich genau das, was da auch gezeigt wurde. Und Entermate, also Entertainer und Mate zusammen. The fuck? Okay, dann kommen wir zum Spannendsten meiner Meinung nach. Lily ist die Tochter of Willane. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich predicted habe, meine lieben Freunde. Wenn das so stimmt, ne? Nennt mich ein Gott. Ich habe gesagt, Lily ist fucking böse. Ja? Dann liest euch mal das hier durch. William ist der Leiter einer reichen Company, die halt, naja, die Alola-Region ein bisschen zu einem Terroristenparadies machen möchte. Und er möchte, dass Lily alle vier Guardian-Pokémons catcht, also Tapu Koko und so,
und zu William gibt, damit er die Power der Götter nutzen kann und eine tropische, naja, Touristenparadies entwickeln kann, um mehr Geld zu machen. Wenn das nicht eine fucking böse Familie ist, dann weiß ich auch nicht, meine lieben Freunde. Ich möchte mal nicht sagen, dass ich das hier predicted habe oder so, aber ich habe das predicted. Ja, also krass, oder? Also wenn das wirklich so stimmt, dann habe ich das predicted und das wäre auf jeden Fall schon krass. Und das sind ganz geheime Informationen eigentlich, die er nicht hätte preisgeben sollen. Richtiger Whistleblower hier. Aber hey, für mich cool, kann ich ein Video drüber machen, kann ich euch informieren. Für ihn glaube ich nicht so cool, wenn Nintendo das herausfindet. Beziehungsweise sie haben wahrscheinlich schon herausgefunden, was er da gemacht hat. Ich meine, es ist jetzt schon eine Woche her. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Glaubt ihr, dass das hier stimmen könnte? Glaubt ihr eher, es ist fake? Schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Und ciao Leute, euer Sono. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein.